hallo und herzlich willkommen zu einem First Look zum DAF XD Daycap und dementsprechend halt auch in die anderen Varianten, jetzt liebe Hai und so. Ne? Das schauen wir uns jetzt heute mal an. Wir gucken mal mit dem, der ist so fein, gucken wir hier, wie er aussieht. Voll süß. Ich finde es eigentlich ganz cool, gerade so für den Stadtverkehr oder ja, was es da noch so gibt, so Baustellenverkehr und so. Wer weiß, was da noch kommt. Ne? Umsonst macht SCS ja auch nicht solche Sachen. So diese kleinen LKWs hier mit reinzupacken. Ne? Wer weiß. So, wenn wir jetzt mal hier Zico die Daycap reinschauen, das sieht dann so aus. Habt ihr hier bloß so Kühlschrank und so ein Zeug. Ne? Das ist ein sieht aus wie ein Lautsprecher. Sieht zumindest ganz cool aus. Schön fresh, ganz cool. Ne? Gibt es dann auch in dieser Sleeper-Variante. Das heißt, habt ihr eine Schlafkabine. Das sieht dann so aus. Einmal schlafen bitte. Oh, der Komfortmatratze, da kannst du kräftig schlafen. Und dann haben wir noch die Sleeper High. Das sind unsere drei Varianten, die wir hier haben im LKW, beziehungsweise hier im DAF XD. Finde ich voll okay. Kleine Kiste halt, ne? Auch hier, man sieht es von der Breite, ist natürlich nicht so breit wie der XF oder XG Plus, logisch, ne? Ist halt einfach der kleine. Ich habe es ja in meinem ersten Video schon erwähnt. Ich hoffe, dass wir jetzt dadurch, dass wir jetzt die X-Variante vom neuen DAF drauf jetzt mit dabei haben, dass wir hier dann irgendwann das DAF Tuning DLC bekommen, also als Update. Ne? Aber da müssen wir nochmal gucken. Schauen wir mal. So, wir haben natürlich auch die ganzen Spoiler-Varianten: einmal so, so und so. Auch hier sogar ein bisschen Rigid mit dabei. Finde ich eigentlich ganz cool. Warum macht die hier Rigid mit rein? Kommt vielleicht doch nochmal Melodex oder so? Weil da haben wir, wäre es eigentlich gedacht. Ich kann es euch nicht sagen. Lass uns überraschen. Ansonsten Tröten. Hier auch die Sonnenblenden mit dabei. Und der Rest sollte dann sogar klar sein. Jemand exklusiv. Wir klicken uns einfach mal kurz durch. Hier, Truck of the Year 2023. Also Respekt dafür natürlich auch an DAF, dass sie das natürlich kriegen und dass es geklappt hat. Das ist dann nicht kompatibel. Da müsst ihr halt dann ohne Ding fahren. Ne? Logisch. Ansonsten hier das ganze Zeug. Hier, Truck of the Year vorne nochmal drauf. XD finde ich auch ganz cool. Grand süß. Das Ganze hier Black 300, das ist einmal in Schwarz und in diesen Silber, finde ich cool, passt. Da gibt es übrigens einfach eine Motorisierung, dazu kommen wir gleich. Grill, robust, das ist auch robuste, das sieht irgendwie cool aus, ne? Das ist ja so heavy, einfach so Baustellen-like, sage ich jetzt einfach mal, ne? So sieht es ja so aus, ne? Oder dann lackiert, finde ich cool. Da lass mal fast Plaste dran, weil es einfach richtig gut aussieht und einen guten Eindruck macht, das Ganze. Wenn wir jetzt mal kurz zu die Chassis kommen, wenn wir hier so mit dabei sind, haben wir diese Variante. Die FTS, FTG, FTN und FTT-Variante. Ne? Da müsst ihr dann gucken, was gefällt euch, was braucht ihr, was wollt ihr. Je nachdem, worauf ihr hier mit so einem LKW auf Achse seid, könnt ihr dann entscheiden, was ihr braucht. Wir haben von 300 PS bis 450, muss man fast so sagen. Da müsst ihr dann vorne das nochmal dran klopfen. Ich finde, das sieht ganz schnicke aus hier, das Ganze in Silber oder in Chrom. Mir gefällt es, sieht ganz toll aus. Wir haben 490 Liter oder 825, das nehmen wir natürlich mit. Ihr habt eine Verkleidung dazu, das bleibt original, das bleibt original, das bleibt original und das als DAF bleibt original. Sieht auch gut aus. Ich finde, also diese robuste Variante finde ich mega geil. Mir gefällt die. Cool. Getriebe haben wir 4x12 Gänge mit Retarder. Interieur haben wir hier dieses Hexagon. Das ist, sieht auch so, ja, Hexagon halt einfach, ne? Nennt sich so, dann haben wir Argenta, so Silber, Natura, dieses Wurzelgehölz, das nehmen wir natürlich auch mit. Genau, und dann sieht es soweit ganz gut aus. Wir haben natürlich DAF Start the Future in Gelb, das ist dann diese Variante. Jetzt mache ich das mal ganz kurz weg, in Gelb, aber ich lasse das Schwarze da, das sticht wirklich gut ab. Ihr könnt es natürlich nutzen mit Mirror Cams, glaube ich, das ist klar, das ist ja das jetzt hier schon. No, da brauchen wir nicht mal viel sagen dazu. Das passt auch soweit. Gut, dann Interieurgedöns. Wir haben natürlich Kabinen-DLC. Da könnt ihr dementsprechend hier noch ein bisschen was hinkleben. Da machen wir jetzt hier natürlich. Haben wir was da? Von DAF. DAF. Hier, check. Kann man ein bisschen Zeug hinkleben. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Hier nochmal Sicherheitsfenster. Kinofenster. Dass ihr es mal gesehen habt. Spiegel oder dann. Moment, hier. Corner, ey, das ist dann hier, aber hier brauchen wir trotzdem einen Spiegel, sonst sehen wir nicht. Ja. Lenkrad, Black Leder, passt. Ja. Und dann sieht es erstmal so aus, wie es aussieht. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht. So, da sind wir jetzt da mit diesem DAF XED. Ich finde ihn echt einfach süß. Ich finde ihn so süß. Ich kann mir nicht helfen, ich finde ihn einfach ganz süß. So, wenn wir mal ganz kurz, ja, ich glaube, Lichttest brauchen wir da nicht machen, oder? Nee, ne? Nicht zwingend. Ich bin trotzdem ganz schnieke hier, wenn man bloß mal so auf die Details guckt hier. Da
Trailerkabel und alles, was zugehört hier, der Arbeitsscheinwerfer, der geht leider nicht. Das finde ich schade. Der geht nicht. Guck hier. Schade. Finde ich schade. Aber okay, es ist halt nun mal so. Man kann nicht alles haben. Ansonsten hier nochmal die Scheinwerfer mit dem Tagverlicht. Oben auch dann hier nochmal die Positionsleuchten hier, das Ganze. Das sieht. Warte mal, ich mach's doch mal mit dem Licht, dann sieht man es vielleicht besser. Check. So, jetzt da sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ne? Wenn es dunkel ist. Dunkel ist ja gut munkeln, ihr wisst ja. Wir haben unten hätten wir noch Nebelleuchten, die gehen leider nicht. Die sind hier nicht mit dabei. Da sind sie versteckt hier unten. Die gehen aber nicht. Aber das ist mal erwähnt habe. Ne? Ansonsten Rücklicht und das ganze Gedöns, das funktioniert natürlich alles hier. Und sieht halt dann so aus. Aber guck mal hier. Guck mal hier, der Blinker. Passt, oder? Okay, die LED-Blinker an der Seite. Auf vorne. Schick, schicken, schick. Genau, und ansonsten kannst du ja durchklicken, wie immer. Distanz, alles, was so dazugehört. Passt auch, oder? Coole Sache. So, dann machen wir es wieder. Arschell hier. So. Und dann sieht es so aus, wie es aussieht. Ich finde ihn einfach geil. Mir gefällt er. Ich stehe auf so kleine Buden hier. Kann man schön Tagestouren fahren hier. Muss ja nicht immer alles hier 700 PS und on top sein. Ne? Man kann auch mal so einen kleinen XD fahren. Bevor wir jetzt hier nochmal ganz kurz um die Kurve schüsseln, will ich nochmal ganz kurz auf den Kirby-Browser gehen. Denn den haben wir jetzt hier quasi mit dem Spiel. Jetzt müssen wir nur schauen. Da ist er. XD Flip. Wir müssen uns den kleinen nochmal anschauen. Die Sleeper-Variante, ne? Dass ihr es gesehen habt. Gerade wegen Spoiler. So. So, das geht natürlich auch, ne? Haben wir vorher gar nicht gezeigt. Oder ihr sagt, nee, ich will einfach die Daycap-Variante. Da gucken wir mal, da haben wir da einen Spoiler dabei. Haben wir auch mit dabei. Finde ich ganz cool. Und sieht halt dann so aus. Ne? Also das funktioniert ebenso. Hier haben wir dann bloß oben so kleine LEDs verbaut. Ne? Das sieht aber auch eigentlich ganz schnick aus hier. Coole Sache. Also ich finde einfach so kleine LKWs, die haben auch schon was. Da kann man auf alle Fälle schon mal ein bisschen Spaß haben damit. Klar, dass damit jetzt ein oder andere damit keine Ferntour fahren wird, das ist mir klar, das ist mir auch bewusst. Aber man kann halt auch einfach mal sowas fahren hier einfach. Das macht, man fährt jetzt hier einfach nur so kleine Touren mit dem DAF, dass man sagt, man fährt jetzt hier von München nach Stuttgart einfach. Das ist einfach so kleine Touren raussuchen. Ne? Einfach so ein bisschen um die Kirche fahren, um Dorf fahren. Ne? Wie man so schon sagt, um die Kirche fahren. Ich finde cool. Vor allem die Stoßstange, die robuste, die finde ich richtig toll. Ich finde es klasse. Ja. Wie schon gesagt, ich hoffe auf DAF Tuning DLC, das dann demnächst auch irgendwann mal rauskommt, beziehungsweise dann ein Update bekommt. Müssen wir schauen. Ich würde es auf alle Fälle feiern, weil jetzt wären wir halt perfekt, ne? Oder komplett, sagen wir es mal so. Und da könnte man jetzt eigentlich da schon mal sagen, okay, weißt du was, jetzt haben wir da das Paket mit raus, dann haben wir die komplette LKW-Familie zusammen. Die Leute können ein bisschen dran rumfriemeln. Das ist das, was immer so ein bisschen gewünscht wird. Und ja. Cool, oder? Also mir gefällt's. Ihr könnt zu Hause natürlich selber entscheiden, wie immer. Ich weiß, der eine oder andere ist nicht begeistert. Ich schon. Denn, ich sage immer, jeder neue LKW, der im Spiel ist, ist ein guter LKW. Punkt. Und es ist egal, welche Marke, egal welcher LKW. Das kann vom Iveco sein bis zum Volvo, egal, jeder LKW, der einfach neu kommt, ich freue mich drum. Ne? Egal, ob es jetzt auch für den Traffic dann ist, dass man den im Traffic hat oder dass man einfach selber damit eine Runde gurken kann. Deshalb, ich finde es geil. Daumen nach oben. Danke STS und danke an DAF für die tolle, korrekte Zusammenarbeit und dann hier für den neuen LKW, den wir im Spiel haben. So, wenn ihr noch Fragen habt dazu oder sonst irgendwas, dann dürft ihr natürlich gerne machen. Dürft ihr es gerne machen. Ansonsten, wie immer, einen Däumelink da lassen, ein Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem DAF XD. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.